Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Buchpremiere Über Grenzen denken mit dem Autor Julian Niederrümelin und dem Moderator Ralf Müller-Schmidt. Mein Name ist Martin Meister, ich leite in der Körperstiftung den Bereich Kommunikation und Programmplanung. Und zu den Programmen, die wir da planen und natürlich auch realisieren, gehört selbstverständlich auch unser Buchprogramm. Mit diesem Buchprogramm versuchen wir, die Themen der Stiftungsarbeit in die Buchhandlungen, in Bibliotheken und in Veranstaltungen wie diese zu tragen. Und das ist ein, wie wir immer wieder feststellen, sehr wirksamer und schöner Weg. Das Thema des heutigen Abends, eine Ethik der Migration, ist von grundsätzlicher Bedeutung für eines der drei Handlungsfelder unserer Stiftung, den demografischen Wandel. Denn die Gesellschaft in Deutschland, sie wandelt sich ja nicht nur, indem sie älter wird, sie wandelt sich auch, indem sie bunter wird. Und das ist zu einem großen Teil auch Folge von Immigration. Bunt, das ist ein nettes, ein sympathisches Wort. Dass Zuwanderung auch Probleme bringen kann, ist gleichwohl bekannt. Aber darf man wegen zu befürchtender Probleme, etwa bei der Flüchtlingsunterbringung, elementare Pflichten suspendieren, wie die Hilfeleistung im Fall von Krieg und Not? Darf man Menschen in solch einer Situation ausgrenzen? Oder muss man das im Gegenteil sogar? Und zwar aus ethisch erwogenen Gründen. Mit solchen Fragen beschäftigt sich das Buch Über Grenzen denken des Philosophen Niederrümelin. Er ist Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und bringt sich durch eine Reihe weiterer wichtiger Ämter in die öffentliche Diskussion ein. Dennoch hat er sich die Zeit genommen, ein drittes Buch bei der Edition Körperstiftung zu schreiben, was uns sehr freut. Zuvor waren es die Titel Philosophie einer humanen Bildung und Akademisierungswahn. Sie sind im Buchmarkt auf großes Interesse gestoßen, wie nun auch Über Grenzen denken, das in der Bestsellerliste des Spiegel gelandet ist und in diesem Monat von SZ und NDR auf ihrer besten Liste empfohlen wird. Meine Damen und Herren, Platon hat argumentiert, dass ein Staat nur dann gut regiert werde, wenn seine Lenkung in der Hand von Philosophen sei. Zu solcher Philosophenherrschaft hat Julian Niederrümelin nach genügend eigenen Erfahrungen womöglich ein ambivalentes Verhältnis. Ich meine jedoch, dass es für die politische Praxis ein großer Gewinn ist, sich nach philosophischer Methode über die Gründe des eigenen Handelns klar zu werden. Dass Sie, lieber Professor Niederrümelin, hierzu ein Angebot machen, ist, finde ich, höchst anerkennenswert, auch wenn man vielleicht in dem einen oder anderen Detail Ihnen nicht folgen mag. Und noch einen Philosophen darf ich begrüßen, Ralf Müller-Schmidt, den Programmchef von Deutschlandfunk Nova, vormals die Radio Wissen. In Frankfurt am Main hat er am Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität promoviert. Von 2006 bis 2009 war Müller-Schmidt Redakteur bei Radio Kultur, Deutschland Radio Kultur, Verzeihung. 2012 übernahm er dann die Programmleitung von D-Radio Wissen, des jungen Informationsangebots des Deutschlandfunks. Ralf Müller-Schmidt ist uns im Körperforum als Moderator ein guter Bekannter. Er hat zum Beispiel auch die Buchpremieren zu den erwähnten beiden anderen Titeln von Julian Niederrümelin auf die Bühne gebracht. Nun wird bald also auch schon eine Reihe daraus aus den Begegnungen von Ihnen beiden hier im Forum. Nach dem Podium, meine Damen und Herren, und Ihren Publikumsfragen können wir dann im Foyer weiter diskutieren bei einem Getränk und fast grenzenlos. An unserem Buchstand können Sie ebenso grenzenlos gerne den aktuellen und andere Titel erwerben und gern signiert Professor Niederrümelin dann Ihr Exemplar. Wollen Sie vielleicht die Lektorin sprechen, die an diesem Buch ja gleichfalls mitgearbeitet hat, Ulrike Fritzsching, die wird sich im Foyer aufhalten und ich möchte ihr, der Frau Fritzsching, am Schluss ganz herzlich danken,
Selbst routinierte Autoren wie unser heutiger Gast bedürfen doch des ein oder anderen Fingerzeigs, des Voraus- und Mitdenkens. Diese Art von professioneller Einfühlsamkeit hat meine Kollegin auch diesem Buch unermüdlich und unvergleichlich zuteilwerden lassen. Vielen Dank. Und nun, meine Damen und Herren, räume ich die Bühne und bitte Sie, die beiden Herren, auf dieselbe. Ja, ich bin gebeten worden, jetzt in einer Viertelstunde alles zu sagen, was in dem Buch steht, um Ihnen die Lektüre zu ersparen. Das werde ich jetzt natürlich auch versuchen. Ich schicke nur weniges voraus. Das eine ist, beim dritten Buch darf man das vielleicht sagen, es gibt ja einen Grund, warum nun tatsächlich auch dieses Buch bei der Edition Körber Stiftung erscheint. Ich habe das in sehr guter Erinnerung. Ich war ja Kuratoriumsvorsitzender des Deutschen Studienpreises, eine dieser Tätigkeitsfelder der Stiftung, und habe mir dann natürlich auch angeschaut, was so sonst die Stiftung alles macht. Das ist gar nicht so bekannt in der Größe, bei Ihnen natürlich schon, aber in der Größe der Öffentlichkeit oft nicht so recht. Die Aktivitätsfelder sind oft bekannter als die Stiftung selbst. Das spricht übrigens für die Stiftung, nicht dagegen, in meinen Augen, sich ein bisschen zurückzunehmen. Und da habe ich doch gesehen, das ist ein sehr ernsthaftes Engagement. Und das ist ein bisschen der Hintergrund, dass wir jetzt das dritte Buch zusammen gemacht haben. Und außerdem ist in der Tat die Zusammenarbeit immer so reibungslos und angenehm, dass das auch ein Anreiz war, nochmal mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ich will es folgendermaßen einleiten. Ein bisschen boshaft, aber vielleicht trotzdem nötig. Ich hoffe, Sie empfinden es nicht als arrogant. Wenn man so die öffentlichen Äußerungen von Politikern, auch von öffentlichen Intellektuellen über die Jahre und Jahrzehnte sich so vor Augen führt, dann fällt mir immer wieder mal ein Phänomen auf, ich will es mal so formulieren, so Ähren im Winde. Ja, da gibt es so Konjunkturen, da sind alle links und dann sind sie auf einmal alle nicht mehr links. Dann sind sie vielleicht eher neoliberal und dann irgendwann kommt der Wind wieder aus einer anderen Richtung. Dann will man gar nicht mehr so gerne hören, was man früher gesagt hat. Ich nenne jetzt mal keine Namen, obwohl mir da einige auch prominente Namen auf der Zunge lägen. Ich würde mal sagen, da stimmt was nicht. Wenn Menschen jeweils ihre Auffassungen anpassen an die Stimmungslagen, dann gebricht es an Urteilskraft. Wobei ich Ihnen nicht genau sagen kann, was Urteilskraft ist. Es gibt hochintelligente Menschen, denen fällt es offenbar schwer, ein verlässliches Urteil zu finden. Hochintelligente Menschen. Und andere sind vielleicht nicht so formal gebildet und so intelligent, aber sie liegen meistens richtig, sind in ihrem Urteil verlässlicher. Und jetzt sage ich mal ein bisschen unfreundlich, ich habe das eigentlich immer so als meinen Job empfunden. In der Philosophie, auch in der Öffentlichkeit, auch in den politischen Debatten, Urteilskraft zu vermitteln. Ich glaube, das ist ganz zentral. Und darüber werden wir dann diskutieren, vielleicht auch streitig diskutieren. Voraussetzung dafür ist, dass man nicht einfach sich anpasst an Meinungsbilder, die so da sind. Dass man sich selbstständig versucht, ein Urteil zu bilden. Geht aber nur in Auseinandersetzung natürlich mit Einwänden. Das Geben und Nehmen von Gründen, das ist im Grunde dahinter die Basis aller Urteilskraft. Aber dann noch das Abwägen und möglicherweise auch mal Zivilcourage, die nötig ist, um Positionen zu vertreten, die vielleicht unbequem sind, damit sie stimmig sind. Und so sehe ich auch die Rolle der Philosophie. Die Philosophie ist nicht die abgehobene Disziplin, die hochabstrakt jenseits aller öffentlicher Debatten anderer wissenschaftlicher Disziplinen sich aufhält. Sie ist kein Schiedsrichter. Sie kann den Priesterstand früherer Zeiten nicht ersetzen, auch wenn das oft von ihr erwartet wird, nachdem das Vertrauen in die Kirchen vielleicht doch ein wenig zurückgegangen ist über die Jahrzehnte, brauchen wir doch eine neue Instanz, die uns sagt, was richtig und falsch ist. Da können wir dann die Philosophie vielleicht gebrauchen. Das geht schief. Das ist eine Selbstüberhebung der Philosophie. Was die Philosophie können sollte, ist klar denken. Und klares Denken ist manchmal hilfreich. Und dann im Austausch mit Empirie, mit den verschiedenen Auffassungen
zu einem verlässlichen Urteil zu kommen. So ist auch dieses Buch gemeint, sein Brückenschlag. Da spielt eine philosophische Methode eine Rolle, die nenne ich kohärentistisch. Das heißt, man versucht, das zu einem stimmigen Ganzen zusammenzufügen. Man behauptet nicht, ein sicheres Fundament außerhalb von allem zu haben, die Dinge stimmig zu machen. Und es ist ein Gesprächsangebot, in vielen Fällen nur ein Gesprächsangebot, ein Vorschlag, wie man das sehen kann, und dann wartet man ab, was die weitere Debatte dann ergibt. Jetzt in wenigen Postulaten und Begriffen, das, um was es mir da gegangen ist. Das erste ist, damit man zu einem verlässlichen Urteil kommt, muss man sich mit der Empirie auseinandersetzen, mit den Fakten, mit der Situation, wie sie tatsächlich ist. Politische Philosophie ohne Empirie ist zum Scheitern verurteilt. Man muss sich darauf einlassen. Mir kommt da ein bisschen zugute, dass ich so ein Wanderer zwischen den Fakultäten bin und war lange Zeit in der Sozialwissenschaft, habe auch das Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft in München geleitet. Das heißt, mir sind diese wissenschaftlichen Diskurse ganz gut vertraut. Aber ich bin kein Experte, zum Beispiel in Migrationsforschung. Das ist etwas, was ich dann eben heranziehe und was auf der Expertise anderer Personen beruht. Also empirische Sättigung gewissermaßen, normativer, philosophischer oder ethischer Argumente. Das war mir wichtig. Das zweite ist begriffliche Klarheit. Ich unterscheide, ich weiß, dass es Grenzfälle gibt und viele fließende Übergänge. Ich unterscheide zwischen unterschiedlichen Typen der Migration. Und diese Unterscheidung ist auch dann sinnvoll, wenn die Realität sozusagen flüssig ist und Übergänge kennt. Im Wesentlichen sind das drei Typen: Armutsmigration, dann Bürgerkriegs- und Kriegsmigration und Wirtschaftsmigration. Und für diese drei Bereiche gibt es jeweils in meinen Augen sehr unterschiedliche Kriterien, wie man damit umzugehen hat, politisch, aber auch allgemein gesellschaftlich. Dritter Schritt: Wie kommen wir denn da eigentlich zu normativen Stellungnahmen? Die philosophische Debatte gegenwärtig, die ist weitgehend aufgegliedert in zwei Lager. Camps, würden die Amerikaner sagen. Ja. Das eine Camp wird meistens als kommunitaristisch bezeichnet und das andere als kosmopolitisch. Das kosmopolitische Camp ist grundsätzlich der Auffassung, dass Grenzen unzulässig sind. Staatliche Grenzen und andere Grenzen im Prinzip unzulässig sind. Da kann man dann aus pragmatischen Gründen Übergangsfristen setzen oder Ähnliches, aber im Prinzip unzulässig. So wird das jedenfalls üblicherweise charakterisiert. Das kommunitaristische Lager dagegen sagt, wir brauchen Gemeinschaften und auch der Staat beruht auf Gemeinschaftsbildung. Ohne Gemeinschaftsbildung keine Staatlichkeit und deswegen sind Grenzen im Prinzip legitim. Und jetzt gleich eine Warnung an der Stelle, vielleicht kommen wir noch im Gespräch darauf zu sprechen, das ist keine, wie man meinen könnte, Links-Rechts-Unterscheidung. Man könnte meinen, der Kosmopolitismus ist links und der Kommunitarismus ist rechts. Das ist grundfalsch. Wichtige Vertreter des Kommunitarismus in den USA, Michael Walzer, sind ausgesprochen links. In Deutschland der Soziologe Wolfgang Streeck, der für eine sozusagen Rückkehr zu nationalstaatlichen Strukturen plädiert, ist Marxist, jedenfalls von seiner Herkunft her. Und umgedreht, auch bei den Kosmopoliten gibt es solchene und solchene, wie man in meiner Heimatstadt es sagen würde. Das, was jetzt ein bisschen irritierend sein mag, ist, wenn Sie mich zwingen, mich in einer der beiden Camps zu verorten, bin ich im Camp des Kosmopolitismus. Ich vertrete kosmopolitische Positionen, bin trotzdem aber, anders als die meisten, die sich selber als Kosmopoliten verstehen, gegen eine Politik und eine Praxis der offenen Grenzen. Das ist durchaus provozierend, auch innerhalb der Philosophie, ist aber in meinen Augen wohl begründet. Das ist nicht einfach so dahingesagt, sondern das ist wohl überlegt. Und das zentrale Argument, es gibt zwei zentrale Argumente und damit will ich dann auch schon übergehen zu unserem Gespräch hier, damit nicht zu viel vorweggenommen wird, zwei zentrale Argumente. Das erste Argument ist bitter.
sozusagen eine Art Realitätsschock, dem man sich aber aussetzen muss in meinen Augen. Ich finde es nicht nur nachvollziehbar, sondern ausgesprochen sympathisch, wenn in den wohlhabenden Regionen viele Menschen, nicht alle, und in manchen Schichten sind sie weiter verbreitet als in anderen Schichten, Bildungsschichten, sozialen Schichten, ökonomischen Schichten, sich sagen, wir leben hier im Grunde doch in ziemlichem Wohlstand. Ich habe jetzt noch mal zur Vorbereitung auf unser Gespräch die UNDP, United Nations Development, Statistiken mir angeschaut, und da ist zum Beispiel Armut im Sinne der Definition, wie sie da internationalen Vergleichen angewendet wird, in Deutschland unterhalb der Nachweisbarkeitsgrenze, in den USA nicht. Das heißt also, wir leben hier trotz aller Probleme, die es auch gibt, sozialer Probleme und wachsender Tendenz der Ungleichheit, was übrigens nicht ganz stimmt statistisch, das ist eine Legende, die unterdessen verbreitet wird. Seit 2005 ist diese Entwicklung gestoppt in Deutschland zu weiterer Ungleichheit. Wir leben in einer Wohlstandsregion. Ein Wohlstand, wie es nie in der Geschichte in diesem Land existiert hat. Und die Haltung, wir wollen diesen Wohlstand und sollten diesen Wohlstand teilen, soweit es geht und die Welt nicht untergeht, sollten wir teilen, ist absolut sympathisch und sehr vernünftig. Was nicht vernünftig ist, ist, dass dieses Teilen die Form der großzügigen Aufnahme von Armutsflüchtlingen bedeutet. Darüber werden wir vielleicht streiten nachher. Das hängt mit den Quantitäten zusammen des Problems. Wir leben in einer extrem ungerechten Welt. Wir haben, je nachdem, was Sie als Kriterium für absolute, extreme Armut nehmen, das extremste Kriterium lautet 1,25 US-Dollar Kaufkraft pro Tag. Das heißt, auch das, was hier in Deutschland, Euro und US-Dollar ist nicht genau Kaufkraft paritätisch, aber relativ nah beieinander. Also mit, sagen wir mal, 1,50 Euro. Man versuche mal in Deutschland mit 1,50 Euro am Tag, ohne Mietzuschuss und so weiter, 1,50 Euro am Tag zu leben. Das ist unvorstellbar. Und das sind immerhin 1,2 Milliarden, 1.200 Millionen Menschen weltweit. Allein das Faktum, kann man vielleicht sagen, ist noch keine Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit entsteht dadurch, dass das vermeidbar ist. Es gibt verschiedene, sehr weit divergierende Einschätzungen. Eine stammt von den Vereinten Nationen aus dem Jahr 2007. Die kam zum Ergebnis, dass 36 Milliarden US-Dollar ausreichen würden, um den Hunger auf der Welt zu beseitigen. 36 Milliarden. Da sind wir in der Größenordnung der Haushaltsüberschüsse, die wir in Deutschland so produzieren. Ja, Größenordnung. Eine andere Schätzung sagt, dass 0,5% des Weltsozialprodukts ausreichen, um die knapp 2 Milliarden, jetzt sind wir nochmal drüber, knapp 2 Milliarden Menschen über die Schwelle von 2 US-Dollar Kaufkraft pro Tag zu heben. 0,5% des Weltsozialproduktes. Das macht die Situation ungerecht, zutiefst ungerecht. Die sympathische Vorstellung, wir tragen etwas Wesentliches zur Linderung dieses Elends, dieses Weltelends bei, indem wir die Grenzen für Armutsflüchtlinge aus dem subsaharischen Afrika öffnen, ist aber eine Fehleinschätzung. Die Gründe dafür können wir vielleicht dann nachher noch einmal ein bisschen genauer uns ansehen. Und das zweite zentrale Argument geht ein bisschen in die Tiefe der politischen Philosophie. Und da steckt man mittendrin in einem schwierigen Meinungsbildungsprozess, wie mir scheint. Hängt auch mit dem neuen Populismen zusammen. Überwiegend Rechtspopulismen, aber nicht nur. Ich glaube nicht, dass eine humane Gesellschaft sich organisieren lässt ohne Staatlichkeit und ohne politische Gestaltungskraft. Ich glaube, dass die Tendenzen, die wir jetzt 30 Jahre hatten, das heißt dann meistens, das sei die neoliberale Ideologie, das ist ein bisschen unfair gegenüber dem Liberalismus,
sollte man eigentlich marktradikal oder libertär oder streng genommen anarchistisch nennen. Diese Ideologie, die war sehr stark bis zur zweiten großen Weltwirtschaftskrise, also der Weltwirtschaftskrise 2008, 9, 10, bis heute zum großen Teil noch nicht wirklich überwunden in ihren Folgen, in Südeuropa zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass wir auf organisierte Staatlichkeit, auf organisierte Solidarität in Institutionen, auf sozialstaatlich garantierte individuelle Rechte verzichten können. Und solange wir die Nationalstaaten als den Hauptträger haben, möglicherweise lässt sich das überwinden. Ich leite da eine Arbeitsgruppe zu dem Thema der Akademie der Wissenschaften in Berlin, internationale Gerechtigkeit und institutionelle Verantwortung jenseits der Nationalstaaten. Solange dies so ist, bedarf es staatlicher, funktionierender Grenzen. Ohne diese Grenzen funktionieren diese staatlichen Gebilde nicht mehr. Sie sind ohnehin durch das, was auf Französisch so vornehm Mondialisme genannt wird, also eine bestimmte Variante des Globalisierungsdiskurses, die sagt, umso mehr Markt, umso mehr globaler Markt, umso mehr Vernetzung von Gütern und Dienstleistungsströmen, umso besser wird die Welt. Einbeziehend, dass dann auch einzelne große Konzerne eine immer größere Rolle spielen. Diese Form der Globalisierung hat schon, unabhängig jetzt von Arbeitsmigration und globalen Arbeitsmärkten, die Nationalstaaten an die Grenze des Funktionierens gebracht. Die Standortkonkurrenz der Staaten untereinander, die Spekulation mit Währungen von Staaten ist hochgefährlich für diese große Aufgabe, nämlich sozialen Ausgleich zu organisieren. Ein entfesselter, global entfesselter Arbeitsmarkt würde sie kollabieren lassen. Das ist jedenfalls meine feste Überzeugung. Okay, ist vielleicht ein bisschen Diskussionsstoff, jetzt werden wir mal sehen. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, toll, dass Sie an dem wunderbaren Frühlingsabend, das ist wahrscheinlich der erste auch hier in Hamburg, so zahlreich gekommen sind. Herr Meister hat es gesagt, wir haben schon öfter Gelegenheit, uns hier zu unterhalten, worüber ich mich sehr freue. Ich will Ihnen aber auch sagen, dass der Grund eigentlich nicht nur ist, dass wir uns ganz gut verstehen, sondern dass Herr Niederrümelin wahrscheinlich zu der Sorte von Philosophen gehört, von der ich zumindest, ich habe keine empirischen Belege, aber schon den Eindruck habe, so viele gibt es von denen nicht mehr, die tatsächlich auch bereit sind, sich mit zum Teil engagierten, manche würden auch sagen steilen Thesen, in den öffentlichen Diskurs einzuschalten und sich damit natürlich auch kritisierbar und angreifbar zu machen. Das wollen wir heute Abend auch versuchen. Also es geht nicht darum, dass wir so ein bisschen entspannt durchs Buch führen, sondern wir wollen wirklich versuchen, mit Ihnen dann auch im Anschluss gemeinsam die Thesen des Buches zu diskutieren, zu prüfen, auf Ihre sachlichen Argumente und womöglich auch Dissense herauszuarbeiten, die, das wäre ja auch nicht so schlimm, bei einem so komplexen Thema dann am Ende offen bleiben. Bei uns, also in den drei Programmen des Deutschlandfunks, Sie haben die Namensumbenennung wahrscheinlich auch schon mitbekommen, also Deutschlandfunk kennen Sie, Deutschlandfunk Kultur aus Berlin und Deutschlandfunk Nova, für das ich hier sein darf, ist das junge Infoangebot vom Deutschlandfunk, kann ich nur sagen, kein Tag, in dem diese Thematik, nämlich Migration, die Thematik im Hinblick auf Grenzen, womöglich auch auf Kultur, aber auch auf Politik eine Rolle spielt. Also insofern glaube ich, so ein aktuelles Thema, wie wir es heute Abend kann man eigentlich nur frontal angehen. Das würde ich auch gleich gerne machen, weil, Herr Niederrümelin, Migration ist doch beileibe kein neues Phänomen. Was macht es jetzt so dringlich für Sie als Ethiker, darauf zu kommen? Also der Beginn dieses Buches geht in der Tat auf die sogenannte deutsche, speziell deutsche, war ja auch schwedische und österreichische Flüchtlingskrise durch die sogenannte Öffnungsentscheidung am 5. September, glaube ich, war das 2015 von Angela Merkel zurück. Ich war als Leiter des Ethikzentrums der Münchner Universität, wollte ich dann eine Vortragsreihe konzipieren und auch einen eigenen Vortrag, der auch dort gehalten wurde, kann man sogar nachhören. Das war dann wenige Monate nach Ausbruch dieser sogenannten Flüchtlingskrise. Und da fiel mir auf, wenn man so die verschiedenen Stellungnahmen sich anschaute, Vorsicht, der Diskurs entgleist.
Ja, er entgleist in dem Sinne, dass auf der einen Seite eine massive Instrumentalisierung mit auch massiven Ressentiments erfolgt, die Wiederbelebung der AfD hängt ja auch damit zusammen, die ja im Grunde dem Tode geweiht war, nach dem, was vorher passiert war. In allen europäischen Staaten, nicht nur in Deutschland, hat es eine Art Reanimierung der rechtspopulistischen Kräfte gegeben. Und in Reaktion darauf ein, will ich es mal so formulieren, linksliberaler Mainstream, der politisch gar nicht mehr zu verorten ist, ja, der von Bartsch bis Merkel reicht, ja, oder Gysi bis Merkel reicht, die sich natürlich vehement gegen diese ressentimentgetriebene Rhetorik gewandt haben und zur gleichen Zeit aber gar nicht merkten, dass sie ihre Rhetorik auf zum Teil sehr problematischen Annahmen beruhte. Eine dieser Annahmen war, dass man im 21. Jahrhundert keine Grenzen mehr sichern kann. Das sind Stimmen aus der Bundesregierung gewesen, was den Eindruck bei der Bevölkerung, hoppla, jetzt droht ein totaler Kontrollverlust, verstärkt hat. Der Brexit hat letztlich auch damit, mit diesem Eindruck des Kontrollverlustes etwas zu tun. Und um noch einen vielleicht Aspekt hier in den Zusammenhang zu nennen, die Vorstellung, also die Zukunft dieser Welt und die Gerechtigkeit dieser Welt hängt in hohem Maße davon ab, dass wir jetzt in wohlhabenden Ländern Menschen aufnehmen, und zwar nicht jetzt Bürgerkriegs- und Kriegsflüchtlinge, das ist ein Sonderfall, sondern eben zum Beispiel aus dem subsaharischen Afrika. Das wird auch die große Migrationsdruck der Zukunft sein nach Europa, das subsaharische Afrika. Und das schien mir nun von Anfang an auf einer Fehleinschätzung zu beruhen. Ich würde mich schwer wundern, wenn wir im Laufe des Abends nicht immer wieder politische Argumente auch streifen oder austauschen. Aber mich würde trotzdem zunächst interessieren, was kann denn ausgerechnet die Ethik, alte Form der Philosophie, Platon wurde schon genannt, Aristoteles hat Bücher darüber geschrieben, also was kann diese etwas angestaubte Klamotte sozusagen unseres Fachs, denn ausgerechnet in einem Bereich, wo an sich Politik und Rechtswissenschaft diejenigen gesellschaftlichen Bereiche sind, die ein Thema wie Grenzen, wie ich bisher dachte, ausschöpfend behandeln, was kann da die Ethik darüber hinaus beitragen? Also die philosophische Ethik hat sich sehr verändert, so kann man dann sagen, so ab Anfang der 70er Jahre, 1970er Jahre, da erscheint dieses berühmte Buch von John Searle, also Theory of Justice, eine Theorie der Gerechtigkeit. Seitdem ist die philosophische Ethik gewissermaßen aus dem Elfenbeinturm heruntergestiegen und lässt sich ein auf die konkreten Probleme, zum Beispiel in der Bioethik, das war ja auch so mein Gebiet, war erste Station als Professor, war ich in Tübingen für Ethik in den Biowissenschaften, speziell Gentechnik, also sich einlassen auf diese komplexen empirischen Fragen. Es gibt einen deutsch-amerikanischen Philosophen, Thomas Pogge, wenn Sie dessen Schriften lesen, da ist genauso viel Soziologie und Politikwissenschaft drin wie Philosophie. Also die Ethik, besonders der angelsächsischen Prägung, hat sich eingelassen auf die empirische Dimension, wurde auch gezwungen dazu, weil die Leute erwarteten jetzt Stellungnahmen. Das kann man nicht nur so auf der abstrakten Ebene diskutieren. In der Tradition steht das. Trotzdem gibt es eine tiefe Meinungsverschiedenheit innerhalb des philosophischen Faches über die Form. Und um das ganz groß, kurz, wenn ich darf, es soll ja auch ein bisschen die Philosophie deutlich werden, zu charakterisieren. Gern. Es gibt diejenigen, wie zum Beispiel Peter Singer, den vielleicht manche von Ihnen kennen, Big Ape Project, also Menschenrechte für die großen Menschenaffen, aber eben auch sehr problematisch in Frage des Infantizids, also die Tötung von neugeborenen Menschenkindern unter 7 Monaten ist unproblematisch, also ja, deswegen hat er Auftrittsverbot de facto gehabt. Peter Singer ist Utilitarist. Peter Singer sagt, es gibt eine rationale Grundlage aller menschlicher Entscheidungen, das ist das Wohl der Menschheit und jeder sollte sich so verhalten, dass dieses Wohl optimiert wird. Das wird dann im Grunde nicht weiter begründet, das ist eine Art Postulat, ja, Postulat, was das Ganze trägt und dann wird ausgerechnet und überlegt, was heißt das konkret. Und meine Position ist da in doppelter Hinsicht entgegengesetzt, einmal deswegen, weil ich glaube, dass der Utilitarismus die falsche Theorie ist. Kritik des Konsequenzialismus heißt das Buch, was dazu erschienen ist, war meine Habilitationsschrift. Und zum Zweiten, weil es diesen archimedischen Standpunkt außerhalb gewissermaßen der
lebensweltlichen Diskurse nicht gibt. Ja, den gibt es nicht. Das heißt, man muss sich immer einlassen auf die Gründe, die wir haben, die für etwas sprechen, die gegen etwas sprechen, muss versuchen, die abzuwägen, muss versuchen, die kohärenter zu machen, sie ernst nehmen, muss vermitteln zwischen unserer Alltagswelt und der Wissenschaft. Das ist die eigentliche Aufgabe der Ethik. Und das ist der Hintergrund auch für dieses Büchlein. Ihre zentrale These lautet, offene Grenzen sind keine Antwort oder keine geeignete Antwort auf die zugrunde liegenden Probleme der globalen Migration. Bleiben wir bei der Armut zunächst. Warum? Es ist auch ganz einfach im Grunde zu denken. Und Sie geben ein wunderbares Beispiel im Buch. Vielleicht nehmen wir das, wie es auch im normalen Leben wäre, wenn Sie plötzlich morgens an Ihrem Frühstückstisch jemanden finden, den Sie nicht kennen. Sie beschreiben ihn als obdachlos, hat keine Unterkunft, hat zu wenig zu essen. Ihm fehlt alles, was Sie haben als Bürger. Haus, Wärme, Nahrung, Beruf und möchte sich gerne bei Ihnen einmieten. Welches moralische Argument kann es dagegen geben, den Mann bei sich zu behalten? Weil es ging ihm definitiv schlechter, wenn Sie ihn wieder vor die Tür setzen. Ja, also das ist Grunde der sehr philosophische Aspekt. Das ist so der Versuch, etwas die Begriffe klar zu bekommen anhand eines Beispiels. Wenn ich darf, würde ich das abkoppeln von der Frage Armutsmigration und was spricht eigentlich dagegen, da in dieser Form zu helfen. Das sind im Wesentlichen zwei Phänomene, die man einfach anerkennen muss, weil sie sind empirisch so belegt, dass man sie nicht vernünftigerweise bezweifeln kann. Das erste ist, die wirklich Armen, das, was im Angelsächsischen als Bottom Billion, auch jetzt ein Buch erschien mit dem Titel Bottom Billion von einem Oxford-Ökonomen Collier, Bottom Billion, das ist zum großen Teil südlich der Sahara und nördlich Südafrikas. Also da ist das sehr stark konzentriert, zum Teil auch noch in Süd- und Südostindien. Auch in Indien, Süd- und Südostasien, erstaunlich viele davon in Indien, ein Land, was Hightech-Land ist und Universitäten hat und so weiter. Die Angehörigen, die Mitglieder dieser untersten Milliarde, die ich vorher charakterisiert habe, haben keine Chance auf transkontinentale Migration. Weil transkontinental, die migrieren durchaus im Falle von Hungersnöten, aber dann regional zwischen Somalia und Somaliland. Somaliland ist deutlich besser verfasst als Somalia und so weiter. Also innerhalb dieser Regionen zu Fuß dann, ja, oder mal mit einem Pickup-Bus oder so, aber sozusagen nur vor Ort. Dagegen diejenigen, die sich von Ghana oder Senegal, da ist jetzt ein Film, Saraba, erschienen, was das so ein bisschen als Dokumentarfilm belegt, nach Lampedusa kommen, die gehören nicht, oder vielleicht den Spurenelementen, aber in der Regel können die nicht zur Bottom Billion gehören, weil die Kosten zu hoch sind. Das ist jetzt nicht irgendwie eine rechtspopulistische Stimmung mache, sondern das ist, sagen alle Fachleute, die Kosten sind exorbitant. 7.000 US-Dollar von Ghana nach, das ist nicht ein Fall, das ist ganz normal, die können das auch sagen, gut, manche schaffen es für 6.000 und manche erst für 8.000 oder 9.000. So, das heißt, es sind Summen, die da aufgebracht werden, die diejenigen, die von einem US-Dollar Kaufkraft am Tag leben, in ihrem Leben nicht aufbringen werden. Das ist völlig ausgeschlossen. Das heißt, so verrückt das ist, man muss erstmal sehen, dass die Allerärmsten der Welt gar nicht transkontinental migrieren. Das heißt, diejenigen Menschen, die zu uns kommen aus dem subsaharischen Afrika, die diesen Weg zurückgelegt haben, die auch bestimmte völlig gute Gründe haben, die wollen ihre Lebenssituation verändern und die Lebenssituation ist nicht gut, ja, die ist schlecht, das sind nicht diejenigen, die in allererster Linie die Hilfe der Weltgemeinschaft und der Solidarität nötig haben, die eben ganz schlecht nur leben können. Und das Zweite ist sozusagen schlichte, also schon ganz schlichte Mathematik. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass die westlichen oder die reichen Regionen, wie viel sind das weltweit? Also Nordamerika, Kanada, USA, ja, bestimmte Bereiche vielleicht noch Südamerikas, Argentinien, Chile, aber schon ein bisschen fragwürdiger, Australien, Neuseeland, ja, Europa, Japan. Das sind zusammen, naja, vielleicht 800 Millionen Menschen.
800 Millionen. Wenn man sagt, gut, wir machen das jetzt sehr vernünftig und so, dass die Bevölkerung es akzeptiert, einen Bevölkerungszuwachs im Schnitt von 10% durch Aufnahme, dann sind wir bei 80 Millionen. Im Verhältnis zu 1,2 Milliarden Menschen, 1200 Millionen Menschen unter der Armutsschwelle von 1,25 US-Dollar pro Tag. Und wenn Sie ein bisschen raufgehen auf 2 US-Dollar, dann wären es rasch 2 Milliarden und mehr. Das heißt, die Quantitäten sind so absurd. Bei 10% Aufnahme über die Länder der Welt hätten Sie vermutlich überall politisch größere Probleme, gewaltige Probleme und wahrscheinlich in Frankreich und anderen Ländern rasch den Sieg von Kräften, die die Demokratie zerstören. Also da sind die Quantitäten so irreal, dass das keine vernünftige Politik ist. Abgesehen, noch ein Argument, auch das gehört zur Realität leider dazu, dass die Mittel, die notwendig sind, wenn man eine vernünftige Integrationspolitik macht, und Deutschland macht im Großen und Ganzen eine ziemlich gute, im internationalen Vergleich ziemlich gute Integrationspolitik. Meine italienischen Freunde haben mich kritisiert dafür, dass ich über Italien ganz leise Kritik äußere, weil diese Bemühungen dort so nicht existieren. Deutschland steht nicht schlecht da, aber die Kosten, die dort pro Person aufgewendet werden müssen, und das sollten sie, ich bin nicht dagegen, sollte aufgewendet werden. Wer hier eine langfristige Bleibeperspektive hat, da ist auch der Staat dann gefordert, sich entsprechend anzustrengen, sind in einer Größenordnung, die in einem dermaßen extremen Kontrast zu den Möglichkeiten steht, mit diesem Geld Gutes in der dritten Welt zu schaffen, dass man das im Grunde nicht verantworten kann. Die Zahl, die ich jetzt hier nennen muss, ja, wir sind ja unter uns, ist, dass die Bundesregierung, das kann man aus verschiedenen Dokumenten erkennen, ich weiß aber mal Mitglied der Bundesregierung und ich weiß ja, wie da oft auch sehr darauf geachtet wird, was ist in der Öffentlichkeit und was ist nur so unter der Hand. Wenn man sich die Berechnungen anschaut, sowohl den Türkei-EU-Pakt als auch die internen Berechnungen der Verwaltungen, der öffentlichen Verwaltung in Deutschland, wird mit durchschnittlichen Integrationskosten von 250.000 Euro pro Kopf gerechnet. Ich finde, es ist berechtigt, insgesamt, Integrationskosten über die Jahre. Ich finde, das ist berechtigt, um mich nicht falsch zu verstehen. Diejenigen, die eine Bleibeperspektive haben, sollten auch die entsprechende staatliche Unterstützung genießen. Aber es ist völlig klar, dass wir zur Armutsbekämpfung Mittel brauchen und diese Mittel ineffektiv zur Armutsbekämpfung sind. Ich will da nochmal nachhaken bei der Bottom Billion, weil das Argument, wenn ich es richtig verstanden habe, geht ungefähr so. Und ich sehe noch nicht richtig, wie eins für geschlossene Grenzen daraus wird. Ich habe kein Argument für geschlossene Grenzen. Wenn Sie sagen, ja, na, nehmen wir mal an, dass nicht ganz offene Grenzen schon eher geschlossene Grenzen sind. Also, können wir da noch die Schattierungen feiner herausarbeiten. Mhm. Aber Sie sagen, im Grunde sind diejenigen, die sich in Bewegung setzen, nicht die wirklich Bedürftigen. Ja. Weil die wirklich Bedürftigen verfügen überhaupt nicht über die Ressourcen zu migrieren. Ja. Ja. Wird denn da wirklich schon ein Argument draus für diejenigen, die es dann doch schaffen, die ja immer noch sehr viel weniger haben, genau, als, sagen wir hier bei uns, so der gesellschaftliche Bereich, den man so global Hartz IV nennt? Ja. Mit welchem Argument tritt man denen denn entgegen? Ihr seid noch nicht arm genug? Nein, das ist ein echtes Dilemma. Es ist auch gut, dass Sie dieses Argument bringen. Das wird auch behandelt in dem Buch, diese Dilemmasituation. Also es ist so, dass Menschen, die in, sagen wir mal, unter, so Juristen sagen gern, unter der Jurisdiktion der Bundesrepublik Deutschland stehen. Ja? Nicht jetzt als Staatsbürgerinnen, Staatsbürger, aber als Menschen, die hier leben oder sich jetzt jedenfalls aufhalten. Dass diese Menschen eine anständige, menschenwürdige Behandlung verdienen und es auch schon aus juridischen Gründen gar keine andere Möglichkeit gibt, als in der Hinsicht ein Gleichbehandlungsgebot gegenüber den schlechtest gestellten Einheimischen zu realisieren. Das betrifft zum Beispiel Sozialhilfe oder wie das jetzt heißt, das ist ein bisschen anders. Ja? Ansprüche, gab es gerade ein Kasseler Urteil, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, wo jemand bei der Asylverfahren nicht mitgewirkt hat und irgendwie 18 Auflagen nicht erfüllt hat oder 17 und dann der Sozialhilfesatz deswegen nochmal gekürzt wurde und das Kasseler Gericht hat gesagt, ja, es dürfen also alle monetären Anteile rausgenommen werden und so, das ist aber durchaus unter Juristen umstritten. Und jedenfalls allgemein ist die Auffassung die halte ich für richtig, alle Menschen
haben eine gleiche Würde und das muss sich auch niederschlagen in unseren sozialstaatlichen Regelungen. Gleichbehandlungsgebot im Land. Und jetzt das Dilemma. Ein Dilemma ist eine Situation, in der zwei ethische Prinzipien, die man für wichtig hält, für unaufgebbar hält, kollidieren in einer unauflöslichen Weise und man am Ende, was immer man tut, was Falsches tut. Das ist ein echtes Dilemma. Und ich glaube unterdessen, nach vielen Jahren darüber nachdenkens, dass es echte ethische Dilemmata gibt. Es gibt echte ethische Dilemmata, scheint mir. Und das ist ein Beispiel, ein besonders dramatisches Beispiel. Das Gleichbehandlungsgebot der Menschen hier unter deutscher Jurisdiktion und das Gleichbehandlungsgebot gegenüber den Hilfsbedürftigen in der Welt kollidiert. Das heißt, wir würden dann diejenigen bevorzugen, die den Weg hierher geschafft haben, gegenüber den Zurückgebliebenen, die diesen Weg nicht gegangen sind. Ja? Wir halten denen Hilfe vor uns. Auch Deutschland hat sich da schuldig gemacht, viele andere Länder auch. Ja? Insofern gibt es da eine echte Kollision. Und ich bin nicht der Auffassung, wir können uns das leicht machen, indem wir sagen, naja, das hat einen Pull-Effekt, wie das da manchmal neudeutsch genannt wird. Also es zieht Menschen an, die sich ausrechnen, dass hier die Sozialhilfesätze immer noch doppelt oder dreimal oder viermal so hoch sind wie der Hungerlohn in ihrem Land. Das kann uns nicht davon abhalten, Menschen, die hier in Deutschland sind, anständig, menschenwürdig und auf dieser Ebene auch gleich zu behandeln. Aber ich gebe zu, es ist eine echte Dilemmasituation. War die Willkommenskultur in Ihrer Heimatstadt München falsch? Wir haben alle noch die Bilder vor Augen der ankommenden Flüchtlinge am Bahnhof München, die sehr rührend zum Teil mit Lebensmitteln versorgt waren. Trotzdem, ich folge nur Ihrem Argument. Ja. War das falsch? Hat das diese Pull-Faktoren sozusagen dann nochmal künstlich angefeuert? Also das ist schon ein Punkt, auf den ich auch ein bisschen eingehe. Das ist die Situation, die man aushalten muss. Ein anständiger Umgang führt zu diesen Pull-Effekten, gar keine Frage. Es gibt zynische Politiker in Italien, Lega Nord zum Beispiel, die sagen, man sollte die Seenotrettung im Mittelmeer einstellen, weil das eben die Menschen dann aufs Meer hinaus treibt und an die Küsten Italiens. Das ist zynisch, das kann in meinen Augen niemand menschlich vertreten. Und ich weiß ja gar nicht, ob man das in Hamburg überhaupt sagen darf, aber ich meine, diese vermeintlich so konservative und verstockte südliche Metropole war in der Tat sehr hilfsbereit. Die vielleicht in Hamburg ähnlich. Ja. Das ist ein hohes Maß an Hilfsbereitschaft. Und ich gehe sogar noch weiter. Sie wissen ja, dass ich der Regierung Schröder mal angehörte, also jedenfalls kein CSU-Funktionär bin. Die Thesen, die der Ministerpräsident Seehofer so äußerte, ist das eine. Die Staatspraxis in Bayern ist das andere. Die war, das sagen auch andere Bundesländer, insgesamt hochanständig. Das ist relativ gut bewältigt worden. Und das habe ich damals toll gefunden, finde das Engagement nach wie vor, was da ist, beachtlich. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich komme auf das Thema Obergrenze nicht, weil es nicht in Ihrem Buch drin steht. Jetzt spricht das selber an, denke ich, frage ich mal nach. Das ist natürlich ein Thema, was jetzt immer noch im Raum steht, hat ja fast zum Zerbrechen der CDU-CSU des Bündnisses geführt, wird wahrscheinlich nochmal vor den Wahlen hochkommen. Was ist eigentlich daran falsch am Gedanken der Obergrenze, wenn es tatsächlich so ist, wie Sie sagen, dass eben unbegrenzte Offenheit nicht, sondern ethisch begründbar ist? Im Gegenteil, da kommen wir noch drauf, sie erzeugt auch ethische Verwerfungen auf beiden Seiten, dort, wo die Leute herkommen und wo sie hinkommen, in dem Fall hier zu uns. Warum ist das mit der Obergrenze so ein Thema, was in der Moralphilosophie so ein Tabu ist? Das ist ja an sich eine ganz praktische Herangehensweise, womöglich für diese Dilemmata, die Sie beschreiben, eine praktische Lösung zu finden. Also da ist diese Unterscheidung in Typen der Migration unverzichtbar in meinen Augen. Also das kommt auch ein bisschen zurück zu Ihrem vorherigen mit geschlossenen Grenzen. Also man muss da schon unterscheiden. Also Bürgerkriegs- und Kriegsflüchtlinge. Das ist im Wesentlichen geregelt völkerrechtlich durch die berühmte Genfer Flüchtlingskonvention, die stammt noch aus den 1950er Jahren, ist aber nach wie vor der Rahmen, innerhalb deren die Staaten sich bewegen, jedenfalls die Staaten, die die Genfer Flüchtlingskonvention, also Vertrags,
Partner sind. Ja, das ist eine Konvention, die man unterzeichnen kann. Und fast alle europäischen Staaten sind Unterzeichner der Genfer Flüchtlingskonvention. Und deren Grundphilosophie ist gewissermaßen die, wenn jemand vor Krieg und Bürgerkrieg flüchtet, wohin auch immer, sind die Staaten verpflichtet, ihnen Schutz zu gewähren. Jetzt wird es schon leider ein bisschen komplizierter. Da steht nicht drin Arbeitsmarktintegration oder dauerhafte Bleibeperspektive, sondern Schutz für die Zeit des Konfliktes. Stellen Sie sich mal vor, der Konflikt dauert 1,5 Jahre. Dann würde man natürlich hoffen, dass diese Menschen nicht nach Amerika fliegen und dann zu 100.000 wieder zurück. Das ist ja auch eine riesen logistische Aufgabe, die fast nicht zu bewältigen ist. Sondern die Idee ist, diesen Menschen Schutz zu gewähren, sie anständig unterzubringen. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Kinder in die Schule gehen können. Und sie dann nach Ende des Konfliktes können sie dann den Aufbau, den Wiederaufbau ihres Landes betreiben. Das Modell funktioniert im Grunde nur, wenn die Anrainerstaaten von der Weltgemeinschaft entsprechend finanziell unterstützt werden. Und es gehört zur Vorgeschichte des Dramas der deutschen, nennen wir es jetzt mal so, Flüchtlingskrise, dass auch Deutschland, aber überhaupt die Weltgemeinschaft, ihren Verpflichtungen, die sie eingegangen waren zur Finanzierung dieser Lager, das ist nicht alles so schrecklich, wie Lager jetzt klingt. Ich habe mir zum Beispiel ein bisschen genaueres Bild verschafft über ein jordanisches Flüchtlingslager, was übrigens auch noch unter deutscher Leitung steht, unter der Oberhoheit des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen und dann unter einer deutschen Leitung. 250.000 Menschen, Jordanien. Haben sogar eine Art, der Leiter hat dann so Handel und Wandel zugelassen, was erstaunliche Wirkung hatte. Da gibt es dann also auch so Geschäftstätigkeit und so weiter. Da gibt es sogar eine Straße, die dann so ein bisschen ironisch als Champs-Élysées bezeichnet wird. Darf man natürlich jetzt auch nicht zu sehr idealisieren. Aber jedenfalls, es kann, wenn die Gelder da sind, kann eine anständige Unterbringung auf Zeit erfolgen. Das Problem ist, was ist mit Syrien, wenn das so weitergeht und nicht zum Frieden kommt? Irgendwann kann man das nicht mehr mit vorübergehender Schutzgewährung organisieren und dann sind wir wieder in einer schwierigen Situation. Aber die Genfer Flüchtlingskonvention sagt, es gibt eine völkerrechtliche Verpflichtung auf Schutzgewährung und das konfligiert mit der Obergrenze. Also wenn nun tatsächlich Schutz in Europa gesucht wird, dann müssen alle, die die Genfer Flüchtlingskonvention mit unterzeichnet haben, auch Schutz gewähren. Auch dann, wenn es über diese Obergrenze dann im Einzelfall hinausgeht. Allerdings, was tatsächlich nicht gut gelaufen ist in den letzten Monaten, ist, Europa hat sich einer Quotierung im Sinne einer Verteilung verweigert, obwohl sie sogar Kriterien beschlossen haben, wie das verteilt werden müsste. Also, und unterdessen auch, wie man sich davon freikaufen kann. Also es ist eigentlich der Regelungsmechanismus sogar akzeptiert, aber die Mitgliedstaaten, einzelne Mitgliedstaaten, viele Mitgliedstaaten machen einfach nicht mit. Sie realisieren das Beschlossene. Nicht, und das ist schon ziemlich skandalös. Ja. Also das wäre. Und dann noch vielleicht eine Bemerkung zu dieser Sache geschlossen und offene. Also wir leben gegenwärtig de facto in einer Welt fast überall geschlossener Grenzen. Auch die traditionellen Einwandererländer, ja, Kanada zum Beispiel, Australien, Neuseeland. Alle haben eine sehr strikte Kontrolle ihrer Grenzen. Man kann sagen, vielleicht gibt es die Ausnahme USA, wo so ein bisschen vornehm formuliert, sans papier, zwischen 11 und über 20 Millionen Menschen im Süden der Vereinigten Staaten ausmachen, was ich aber weniger als offene Grenze interpretiere, sondern als Staatsversagen. Die öffentliche Verwaltung in den USA funktioniert nicht, sonst könnte das eigentlich nicht passieren. Die Leute müssten ja gemeldet sein und wenn sie eine Arbeit machen, sie können ja nicht alle schwarz arbeiten und so weiter. Also 11 Millionen ist ja immer eine große Zahl. Und ich sage mal, als jemand, der in den USA ganz gut kennt, da auch eine Zeit lang gelebt hat, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt ein massives Interesse. Ist schon ab der mittleren Mittelschicht, spätestens obere Mittelschicht, profitieren in den südlichen Staaten der Vereinigten Staaten sehr viele, sehr gut davon, von den billigen Nannies, ich sage es jetzt mal politisch unkorrekt, ja, und denen, die den Rasen mähen und die die Einkäufe erledigen und so weiter, alles unterhalb von Mindestlöhnen. Das ist eine Lebensform fast schon
geworden. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Grund, warum diese Quote dort so hoch ist. Aber generell leben wir in einer Welt geschlossener Grenzen. In dieser Welt geschlossener Grenzen gibt es so einige Ventile. Ein Ventil ist das deutsche Asylrecht, was dafür nun wirklich nicht gedacht ist. Und deswegen habe ich Ihnen vorher widersprochen, habe ich mich vor Jahren schon, lange bevor dieses Buch geschrieben wurde, dafür eingesetzt, dass wir ein Zuwanderungsgesetz in Deutschland machen. Eine vernünftige Regelung der Zuwanderung und die Leute nicht über einen Kanal hier zuwandern lassen, der dafür völlig ungeeignet ist, nämlich ein Asylrecht mit niedrigsten Anerkennungsquoten in den allermeisten Ländern und dann allerdings dem merkwürdigen Nebeneffekt, dass die, die keine Anerkennung bekommen, durch verschiedene Mechanismen, unter anderem die Unmöglichkeit der Abschiebung, dann hier doch bleiben. Das ist das falsche Verfahren und führt gewissermaßen zu einer völlig dysfunktionalen Zuwanderung. Ja, warum klappt das in Deutschland nicht? Also Australien kriegt das hin, Kanada kriegt das hin. Sind wir nicht bereit, die Härten zu tragen, die entstehen, wenn man sagt, okay, du erfüllst nicht die Kriterien, um hier einzuwandern, um hier zu arbeiten, um hier zu leben? Ja. Musst du bleiben, wo du bist. Australien macht das sehr, sehr restriktiv, zum Teil auch sehr spektakulär, indem es einfach auch dort, großer Kontinent, die Boote mit Zielrichtung Sydney oder Melbourne einfach abfängt auf hoher See und dann die illegalen Einwanderer, nennen wir es mal so, wieder zurückbringt, je nachdem in ihre Heimathäfen. Sind wir nicht bereit, diese Härten zu tragen und sonnen uns lieber dann sozusagen in der wohligen Wärme eines kurzfristigen moralischen Gefühls, wir haben die Grenzen geöffnet, wir sind moralisch Weltmeister? Ja, also die Öffnung der Grenzen, Sie haben es eben angesprochen, im September 15 hat ja gerade in England ganz unglaubliche Reaktionen ausgelöst. Ich kann mich noch erinnern an ein Interview, was wir morgens im Deutschlandfunk hatten mit einem englischen Politikwissenschaftler, dessen Namen ich vergessen habe, der in hellem Aufruhr war. Wahrscheinlich David Miller. Mag sein, der jedenfalls überhaupt nicht verstehen konnte, wie ausgerechnet aus dem Land, was europaweit immer für die Einhaltung von Regeln in aller Hinsicht plädiert, dann plötzlich ausgerechnet an dem Punkt sagt, jetzt gibt es keine Regeln mehr, jetzt kommt alle. Und der Ausdruck damals war, Germany behaves like a hippie state. Also Deutschland benimmt sich wie ein Hippie-Staat. Das ist mir sehr, sehr prägnant geblieben. Ich will jetzt nicht so weit gehen und zu sagen, was dann kam, war der Brexit. Aber diese Frustration offensichtlich auch mit Deutschland als sozusagen Regelgeber für Europa, ausgerechnet an diesem moralischen Punkt dann zu sagen, na, Regeln schön und gut, jetzt folgen wir dem Gefühl und wie beurteilen Sie das? Also wenn es jetzt um die Frage geht, wie kann diese Situation, wie wir sie jetzt haben, verändert werden? Hippie-State. Also erstmal, ich meine, die Bundesregierung hat ja da nun, ohne das groß zu proklamieren, eine 180-Grad-Wendung vollzogen. Ich meine, man muss sehen, die ganzen Maßnahmen, die jetzt zuletzt ergriffen wurden, da ging es um Erleichterung von Abschiebungen, um stärkere Restriktionen bei Nicht-Kooperationsbereitschaft und so weiter und so weiter. Es geht alles in die Richtung eigentlich, die Grenzen wieder abzudichten, wenn man so will. Allerdings, Hoffnung ist, in Europa insgesamt, sodass die einzelnen Nationalstaaten ihre Grenzen offen halten können, sprich das Schengen-Abkommen wieder in Kraft gesetzt wird. Es wurde jetzt nochmal von der EU-Kommission eine Frist von 6 Monaten gesetzt. Bis dahin sollen die Grenzen wieder offen sein. Bayern hat dann gleich reagiert und gesagt, na gut, da muss aber die EU-Außengrenze gesichert sein und das sehen wir nicht und deswegen wird es noch ein ewiges Gezerre geben. Das heißt, wir haben längst eine fundamentale Veränderung der politischen Praxis. De facto verfolgt die Bundesregierung nicht mehr die Politik, die sie mal verfolgt hat, nämlich zwischen September 2015 und März oder so 2016. Wenn ich das sagen darf, man folgt weiter der Logik, also dann im Kerneuropa gewissermaßen sich moralisch großzügig zu geben, während man die Drecksarbeit den Visegrad-Staaten zum Beispiel in Osteuropa ganz gerne überlässt, die dann auch noch moralisch abgekanzelt werden, auch in der Türkei. Ein anderes Dilemma womöglich, also wo man dann auch Fragen hat, die, sagen wir mal, den Gesetzes- und Politikraum Europa betreffen? Also wie viel Einheit ist da überhaupt noch? Ja. Also ich würde schon so sagen, vielleicht komme ich noch mal kurz zurück auf diesen Film, Saraba, also das gelobte Land Europa gewissermaßen, ist ein sehr gut gemeinter Film, auch die Interviews des Regisseurs deuten darauf hin. Es ist ein Dokumentarfilm, also wie gesagt über Senegal, das heißt eigentlich nur eine Familie im Senegal und auch in Interviews wurde es nochmal verstärkt, da wurde gesagt, naja, die Situation ist so, 8 von 10 jungen Männern in Senegal wollen nach Umfragen nach Europa.
8 von 10. Und der Regisseur setzte dann in einem Interview dazu und sagte, und jetzt machen die Grenzen dicht. Jetzt macht Europa das doch unglaublich. Das zerstört ja all die Lebenshoffnungen dieser jungen Menschen. Ja, das ist bis hin übrigens zu der uns vielleicht merkwürdig erscheinenden These, aber der kennt sich aus, dass es zu einer Art Initiationsritus fast schon geworden ist, wenigstens den Versuch unternommen zu haben. Ja, es ist ja auch eine Todesrate, die relativ hoch ist. Wir reden von den Toten im Mittelmeer, aber wie viele Tote es auf dem Weg durch die Sahara gibt, wissen wir nicht. Ja, sind möglicherweise auch sehr, sehr viele. Und da muss man nun einfach sagen, dieses Argument, so gut es gemeint ist, muss man ganz anders lesen. Ich meine, wenn 8 von 10 jungen Senegalesen nach Europa wollen, wenn das wirklich so ist, dann wird es so ähnlich in der Elfenbeinküste sein, in Ghana sein, Nigeria vielleicht noch sein. Ja. Ostafrika ist ökonomisch gegenwärtig schlechter aufgestellt als Westafrika. Das heißt also, vermutlich sind die Quoten da sogar noch höher. Und jetzt muss man doch mal halbwegs realistisch bleiben. Was sind denn diese Erwartungen? Ich meine, Italien war der Hauptleidtragende gewissermaßen dieser Form von Migration, hat sich hilfesuchend an Deutschland gewandt. Deutschland hat die kalte Schulter gezeigt. Das ist noch nicht so lange her. Das war noch vor der Flüchtlingskrise. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum die Bundeskanzlerin gesagt hat, sie würde die Geschichte gerne noch mal zurückdrehen. Und weil sie wohl gesehen hat, das geht nicht so. Erst mal Italien sagen, kommt mit euren Problemen alleine zu Rande. Mit uns hat das nichts zu tun. Und 2 Jahre später sagen, jetzt verteilen wir unsere Flüchtlinge auf Europa. Das geht natürlich nicht. Italien hat gegenwärtig über 400.000, ganz überwiegend junge Männer aus dem subsaharischen Afrika, ohne Integrationsprogramme, machen Kirchen ein bisschen, Staat macht fast nichts. Die Folge ist, dass die mit viel Geld diese strapaziöse und hochgefährliche Reise hinter sich gebracht haben. Über 70% junge Männer zwischen 16 und 34. Und die dann natürlich in einem Land, was 40% Jugendarbeitslosigkeit hat, im Süden vielleicht noch höher, wo es keinen Bedarf an ungelernten Arbeitskräften gibt, wo die Qualifikationsprofile in dem Sinne gar nicht, überhaupt nicht passen, bis auf ganz wenige Ausnahmen vielleicht mal. Was machen die dann? Die stehen halt, das kennen Sie, Catania, Palermo, Cagliari, war ich Gastprofessor. Die stehen dann da rum in der Innenstadt zu Hunderten und machen aufmerksam auf einen leeren Parklücke. Und der Common ist, dass man dann 1 Euro gibt oder so. Das machen die italienische Bevölkerung, macht das auch. Aber das ist doch kein Modell. Ich meine, das, für alle Beteiligten ist das doch kein Modell, kein zukunftsfähiges Modell. Muss man nur sagen, wenn 8 von 10 jungen Senegalesen, Ghanern, Nigerianern nach Europa wollen, beruht das auf einer Illusion, auch von dieser Seite. Das kann nur schiefgehen, in jeder Hinsicht schiefgehen. Ich bin sehr für Nachqualifikation und es gibt sicher eine Chance für einen gewissen Prozentsatz, völlig klar. Aber die Vorstellung, dass die Probleme Ghanas und Senegals gelöst werden können durch transkontinentale Migration, geht an den Arbeitsmarktrealitäten einfach auch in Europa völlig vorbei. Jetzt fand ich einen der spannendsten Punkte in Ihrem Buch, dass Sie da nicht stehen bleiben. Also Sie diagnostizieren da ja offensichtlich ein Systemversagen, sondern darüber nachdenken, was könnte man eigentlich machen. Sie haben eingangs gesagt, Sie argumentieren kosmopolitisch, was ich in dem Zusammenhang spannend finde. Und das würde ich gerne noch ein bisschen rausarbeiten. Also sagen, okay, das ist falsch gelaufen. Ja, also die Anreize sind nicht die richtigen, der Entwicklungsökonom Paul Collier, ebenfalls aus Großbritannien, glaube ich, hat ja mal gesagt, also Merkel hat die Menschen praktisch aufgefordert, nach Europa zu schwimmen. Dabei sind allerdings in dieser Art russisches Roulette, wie er es nennt, nicht die wirklich Hilfsbedürftigen angesprochen worden, sondern die Stärksten. Und das sind die jetzt, die auch gerade in Südeuropa gelandet sind. Was tun? Aber jetzt, also die Diagnose ist klar, ja, die Migration, also sozusagen der Ausgleich von Niveauunterschieden im Wohlstand ist die Lösung nicht. Was tun? Nein, die eigentliche Antwort ist, wir hatten, die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, in den 1970er Jahren sogenannte UNCTAD-Konferenzen, United Nations Conferences on Trade and Development, unter der Ägide der Vereinten Nationen. Da ging es um fairen Handel, es ging um internationale Kooperation. Das waren sehr anspruchsvolle und sehr durchdachte, auch ökonomisch durchdachte Konzepte.
Und bevor die überhaupt Chancen hatten, realisiert zu werden, kam die große Welle ab Ende 70er, Anfang 80er Jahre, Reagan USA, Thatcher England, Schluss mit diesem ganzen Sozialklimbim, sowohl innerhalb der Staaten wie erst recht international. Wir ändern die Strategie in zwei Richtungen. WTO, World Trade Organization, ist ganz von ihrer Satzung her darauf gerichtet, dass es kein Zurück gibt, sondern nur ein Hin. Man kann nur immer einen Schritt mehr zur Liberalisierung gehen, man kann nicht mehr zurück, solange man sich mit den Normen der WTO im Einklang befindet. Also WTO soll Zölle und so weiter abbauen. Das war in vielen Weltregionen erfolgreich. Der genannte Collier hat das auch für Ostasien etwas analysiert. Das hat für die Tigerstaaten zum Beispiel eine ganz positive Rolle gespielt in Ostasien, hat aber verheerende Konsequenzen für die ärmsten Regionen der Welt. Also Freihandel für das subsaharische Afrika ist insgesamt eine Katastrophe. Da sind sich fast alle Ökonomen einig, weil es dann nämlich die örtlichen Strukturen noch kaputt machen würde. Und das Zweite war dann, wir hören das auf mit Vereinten Nationen, sind da sowieso so lästig, ja, kritisieren die USA regelmäßig und so weiter. Keine Vereinten Nationen müssen wir schwächen. War ja auch immer die Drohung, wir zahlen keine Mittel mehr. Nicht? Die USA hat ja auch ihre Mittel gekürzt. Sondern stattdessen machen wir ab jetzt bilaterale Handelsverträge. Das war der völlig neue Modus. Und damit fällt natürlich zum Beispiel fast der gesamte afrikanische Kontinent als irrelevant raus. Warum? Weil die nicht vertragsfähig sind? Oder? Weil die Nachfrage, die Kaufkraft in diesen Regionen einfach zu gering ist. Es ist so gering, dass es nicht einmal sich lohnt, für Pharmakonzerne Mittel für bestimmte Krankheiten zu entwickeln, obwohl es Millionen von Menschen betrifft, weil sie haben ja das Geld nicht, können es ja nicht zahlen. Es hat keinen Sinn, die überhaupt da zum Einsatz zu bringen. Dieses Health Impact Fund, was deswegen vorgeschlagen wurde, versucht darauf eine Antwort zu geben. Das heißt, wir haben eine Situation, eine verpasste Chance gehabt. Ab Ende der 70er Jahre ist ein Prozess gestoppt worden. Und ich bin der Auffassung, wir müssen genau da wieder anknüpfen. Und jetzt sei nur etwas, was vielleicht manche irritieren wird. Wir haben ja gegenwärtig eine ganz komische Situation. Erinnern Sie sich noch, als hier massiv gegen TTIP protestiert wurde? Und dann kam so ein amerikanischer Präsidentschaftskandidat durch, ne, und killt TTIP als einer seiner ersten Amtshandlungen. Und ab da ist die Kritik der Linken an Freihandelspolitik merkwürdig verstummt. Hört man noch was? Ich nicht. Also der Gewerkschaftschef hat sich dann für Freihandel ausgesprochen und so weiter. Das ist die falsche Frontstellung. Also Trump hat natürlich da weder ein Konzept, es geht nur um America First, das ist nicht der Punkt. Aber es wäre jetzt eine politische Chance, vielleicht nur so ein Zeitfenster, nochmal genau zu überlegen, welche Form von Globalisierung wollen wir? Welche Form von politischer Kontrolle internationaler Märkte wollen wir? Es ist in der Tat problematisch, auch wenn es in der Trump-Kampagne eine Rolle gespielt hat, wenn BMW an die Nordgrenze Mexikos eine Zweigstelle baut und 98% der dort produzierten Autos von dort in die USA verkauft. Das Freihandelsabkommen Mexiko, Kanada, USA ausnutzend. Das ist problematisch. Und da gibt es auch eine ganz geniale Idee einer neuen Steuersystems, was nicht kommen wird offenbar, weil die Republikaner das nicht zulassen. Das würde solche sozusagen missbräuchliche, da wird ja auch Ausbeutungsverhältnisse festgeschrieben und so weiter, benachteiligt, Länder werden benachteiligt, die Sozialstandards und Arbeitsstandards haben. Das würde da zumindest gedämpft. Also es wäre an der Zeit, darüber zu reden. Die EU verhandelt gegenwärtig mit westafrikanischen Staaten über ein Abkommen. Das soll gewissermaßen das ablösen, was noch von früher her AKP, ja, das sind afrikanische, karibische und pazifische, besonders arme Staaten gewesen mit Preferential Treatment, also wie sagt man da so, Vorzugsbehandlungen. Das soll alles weg. Nigeria ist gerade aus diesen Verhandlungen vor ein paar Monaten ausgestiegen mit dem Argument, wenn das Realität wird, dann gehen unsere nationalen Ökonomien zugrunde. Wir schauen da gar nicht hin. Es gibt keine Debatte wie bei TTIP. Kein Mensch diskutiert darüber. Das heißt, wir brauchen jetzt eine vernünftige, kooperative Entwicklungs- und Zusammenarbeit zwischen EU und dem subsaharischen Afrika. Das ist die eigentliche Antwort. Und Hoffnungsschimmer ist, dass zum ersten Mal in ihrer Amtszeit zum Beispiel eine deutsche Bundeskanzlerin eine ausgiebige Afrika
Reise unternommen hat und sich informiert hat zum ersten Mal in ihrer Amtszeit, was da in diesem Nachbarkontinent eigentlich los ist. Das heißt, ich glaube, vielen steckt der Schreck in den Knochen. Die sagen, so können wir es nicht laufen lassen. Und das ist die Chance. Kooperative, faire Entwicklungszusammenarbeit über die Kontinente. Das ist, glaube ich, die entscheidende Antwort auf diese Herausforderung. Herr Niederrümelin, lassen Sie uns, bevor wir gerne dann diskutieren, mit Ihnen auch noch mal eine Frage ansprechen. Vor welchen Risiken stehen wir denn? Was passiert denn, wenn es nicht klappt? Ich meine, das, was Sie gerade beschreiben, ist ja im Grunde ein Szenario für Lösungen, die auf der anderen Seite, also Europa unter Stress, als Staatenverbund, Amerika, weiß man nicht so genau, was die machen. Über China haben wir noch gar nicht gesprochen, die auch in Afrika mitmischen, sehr stark. Was ist im Grunde, womit müssen wir rechnen, wenn also dieser Idealfall nicht eintritt, ja, den Sie beschreiben? Das ist nicht so idealistisch, wie es jetzt klingt. Ich glaube, es gibt massive Interessen, auch wegen der Migrationsproblematik der wohlhabenden Regionen. Trump mag hoffen, das noch mit einer Mauer hinzubekommen, ja, aber das wird nicht wirklich funktionieren. Also wenn das nicht gelingt, da zu einem Ausgleich zu kommen, die Welt boomt in weiten Regionen, China hat immer noch extrem hohe Wachstumsraten, ja, wenn es nicht gelingt, die Abgehängten mitzunehmen, ja, das sind Größenordnungen, die ich vorher geschildert habe, dann in der Tat heißt das nicht nur eine Bedrohung für die westlichen Wohlstandsmodelle, sondern auch für die Länder dort selbst. Denn es ist völlig klar, nach allen Daten, die verfügbar sind, diejenigen, die durch Migration ihr Wohl verbessern, lassen diejenigen zurück, die zu den Schwächeren der Gesellschaft gehören. Und das kann bedeuten, dass die Entwicklungschancen vor Ort immer schlechter werden. Immer schlechter werden. Es gibt Regionen in Afrika, die haben eine hohe Kinderzahl pro Frau und die Zahl der Personen, die dort leben in Ostafrika, wird von Jahr zu Jahr geringer, weil der Aderlass so groß ist. Und die Zurückgebliebenen sind nicht mehr in der Lage, die entsprechenden Kompetenzen und so weiter aufzubringen und dieses Land voranzubringen. Das heißt, das ist für beide Beteiligten. Das ist sowohl für die Länder, die mit dieser Aufnahme überfordert werden, mit sozialen Spannungen und Rechtspopulismus und so weiter, als auch für die Länder, die an der Armutsgrenze oder unter der Armutsgrenze liegen, keine Perspektive. Diese großen Bewegungen, die zum geringeren Teil transkontinental sein werden, die werden vor allem innerafrikanisch ablaufen, das ist wirklich besorgniserregend. Und ich glaube, die Antwort muss sein, politische Gestaltungskraft. Ja, also das muss politisch gestaltet werden. Man kann nicht sagen, lass den Markt das mal richten. Ja, wir haben das bei den Finanzmärkten gesehen. Wenn man die Märkte sich selbst überlässt, führt das zu extremer Instabilität. Man muss eine Rahmung hinbekommen. Ja, die ökonomische Rationalität ist wichtig, aber im Rahmen von politischen Institutionen und Regeln, die etabliert sind. Und wenn das nicht gelänge, dann glaube ich, also ohne eine Entwicklungsperspektive im subsaharischen Afrika, um bei diesem Beispiel mal zu bleiben, wird es für diese Länder selbst sehr schwierig, aber auch für den angrenzenden Kontinent im Norden. Aber der Ethiker stellt die Diagnose, nur richten kann er es nicht. Er kann es nicht richten. Er kann nur ein paar Kriterien entwickeln, an denen sich die Politik orientieren kann. Ich danke Ihnen sehr bis hierher und ich danke Ihnen auch. Wir hatten ja gesagt, abschließend lassen sich diese Dinge an so einem Abend nicht besprechen. Ich war ganz beeindruckt, dass das Buch trotzdem nur knapp 200 Seiten hat. Ich nehme an, die meisten der Doktorarbeiten, die Sie korrigieren, sind länger. Müssen ja auch am Anfang, legt man ja Wert auf Reputation durch Quantität. Im Alter wird das dann... Man hat immer weniger Zeit. Es verschiebt sich einfach. Wir würden Sie jetzt gerne einbinden. Was heißt einbinden? Natürlich, wenn Sie Fragen haben. Ich darf Sie nur bitten, fragen Sie. Klar, das ist ein großes Thema, aber ich sage es nochmal, bitte keine Co-Referate. Wenn Sie vielleicht auch gerade ein Buch schreiben, das finden wir wunderbar. Wir würden trotzdem Sie bitten, stellen Sie Fragen, weil nutzen wir doch gemeinsam nochmal die Gelegenheit, hier den Autor daraufhin zu befragen, wie er es genau meint. Frau Fritsching ist so nett mit dem Mikrofon und der Herr kann doch gerne gleich loslegen. Wenn Sie auch bitte sich kurz vorstellen und dann geht's los. Ja, guten Tag, mein Name ist Rüdiger Molle. Ich habe eine Frage zu einem Thema, das nennt sich einfach Verspätung. Das Buch von
Collier oder Collier, ist 2013 erschienen. Beruht auf Publikationen, die er vorher gemacht hatte. Collier ist Ökonom. Ich weiß, Oxford. Kein Ethiker. Ja, ja. Alles, was hier heute Abend zwischen Ihnen diskutiert wurde, kann man diesem Buch entnehmen. Aber ohne ethische Kriterien. Ohne ethische Kriterien, natürlich. Ja. Ich frage also erstens, woher kommt diese Verspätung im politischen Raum? Ja. 2013 erschienen, 2014 in Deutschland erschienen, in deutscher Übersetzung. Es hat kaum ein Mensch gelesen, die vorangehenden Arbeiten schon gar nicht. Ja. Hier und heute, 2017, erscheint ein Buch mit ethischen Gesichtspunkten. Ja. Ich sag mal einfach auch verspätet. Ist kein Vorwurf, natürlich nicht. Aber verspätet auf eine Situation hin, die wir, das entnehme ich jetzt Ihrer Diskussion, einfach nicht im Griff haben. Frage, warum ist das so? Und was können wir dagegen tun? Ja, also ich weiß, ich kenne nicht alles, was der Paul Collier, den spreche ich mal jetzt mal französisch aus. Das Buch heißt Exodus. Genau, was der geschrieben hat, aber ich kenne auch ein paar Paper-Publikationen und so weiter. Er ist natürlich im Modus ganz, ganz was anderes, nicht? Also der analysiert vor allem Ostafrika, das ist sein Spezialgebiet. Und dort wird Datenmaterial, zum Beispiel auch Rückflüsse, da habe ich auch viel gelernt von ihm. Also zum Beispiel ist es in der Tat so, dass ungefähr, das steht jetzt nicht in seinem Buch, aber das kann man nachlesen, ungefähr viermal so große Summen transferiert werden von den Ausgewanderten zurück gewissermaßen, viermal so viel, wie die ganze Welt Entwicklungshilfe ausmacht. Und das ist dann gerne ein Argument für Open Borders und für mehr Migration. Ich bin übrigens der Auffassung, die Welt verträgt mehr Migration, als wir heute insgesamt haben. Das wird Sie vielleicht irritieren. Aber eine gesteuerte, politisch gesteuerte und nicht eine ungesteuerte und chaotische. Deswegen brauchen wir auch ein Einwanderungsgesetz. Jetzt kommt aber das Entscheidende. Gerade die Regionen, die es nötig hätten, die haben praktisch keine Rückflüsse. Ja? Das heißt, da geht ein Modell schief. Also die aus zum Beispiel Vietnam oder auch aus China, die in den USA leben und arbeiten, die schicken einen Gutteil ihres Gehalts dann wieder zurück, wenn sie erfolgreich sind. Sind auch wunderbar Vietnamesen. Ganz Ostasien ist auf dem Arbeitsmarkt in den USA sehr gut integriert, auch an den Universitäten. Nicht kulturell unbedingt, ja? Aber auf dem Arbeitsmarkt. Ganz anders sieht es aus mit dem Bottom Billion. Also dort scheint diese Hoffnung, Sarabha, diese Hoffnung so regelmäßig schief zu gehen, dass auch die Rückflüsse ausbleiben, zwangsläufig. Die kommen dann oft zurück, gehen nicht zu ihren Familien, weil sie sich genieren. Ja, da sind Erwartungen da, das heißt, die gehen dann in die Großstädte, gehen nicht mehr zu ihren Familien zurück, weil sie den Gesichtsverlust nicht haben wollen. Also da läuft was Grundlegendes schief und deswegen kommt ja auch Collier übrigens zu dem Ergebnis, dass die Emigration in Ostafrika, das ist sein Spezialgebiet, unterdessen so massiv ist, dass man um die Zukunftsfähigkeit dieser Länder fürchten muss. Also meinem Buch geht es wirklich um ethische, normative Kriterien. Ich brauche die ökonomische Kompetenz, aber ich habe sie selber in der Form nicht, wie zum Beispiel Collier, sondern ich beziehe mich da auf empirische Daten und versuche aber, das normative Urteil zu klären. Und das ist bei Collier eher dünn. Da kommt relativ wenig. Ja, vielen Dank. Wir haben eine Frage dort. Bitte. Mein Name ist Christoph Bertel. Ich wollte gerne zwei Dinge loswerden. Sie haben BMW vorgeworfen oder es als problematisch bezeichnet, dass BMW ein Autowerk an der Nordgrenze von Mexiko baut. Wenn ich richtig informiert bin, ist BMW... Wollte, ich glaube, die sind schon zurückgezuckt. Ne? Erst durch Trump. Wenn ich richtig informiert bin, ist BMW der größte Autoexporteur aus dem US-Markt. Die wollen in Mexiko Autos bauen, die auch in USA nachgefragt werden. Ja. Ist es nicht ganz ordentlich, nicht ganz in Ordnung, wenn BMW einen Teil dieses Exports auch durch Importe aus seiner Nachbarregion ersetzt? Ja. Erster Punkt, zweite Bemerkung. Die Problematik, die Sie hier beschreiben, wenn man überlegt, wenn man sucht jetzt eine Partei, die, bei der man das Problembewusstsein für diese Dinge wiederfindet und man wird nicht fündig bei Sozialdemokraten, bei Grünen oder bei Linken und bei der CDU vielleicht nicht unbedingt oder bei der Union nicht unbedingt, weil die
Merkel ja eben da so entschieden hat, wie Sie es berichtet haben, ist es nicht ganz verständlich, dass man mit lauteren Motiven eine Partei wählt, die das vielleicht mit vielen Misstönen auch in der Öffentlichkeit vertritt? Sie meinen jetzt AfD? Okay. Also, ich komme jetzt erstmal zu der Sachfrage. Dies ist eine ganz ziemlich komplizierte Sachfrage. Die hat zum Teil politikwissenschaftliche, rechtliche, aber auch ökonomische Seiten, aber auch ein paar ethische. Also ich will es mal so formulieren, wenn die Nationalstaaten in eine Rolle der bloßen Standortkonkurrenz gedrängt werden, wenn sie um die niedrigsten Unternehmenssteuern konkurrieren müssen und um die niedrigsten Sozialstandards, um die günstigsten Anlagebedingungen für ausländisches Kapital zu schaffen, dann sind sie nicht mehr funktionsfähig. Dann können sie den Ausgleich zwischen sozialen und ökonomischen Interessen nicht organisieren. Und das war ein Teil dieser Ideologie, von der ich den Eindruck habe, sie ist jetzt im Abflauen. Ja, 30 Jahre dominant, vor allem in den USA, Großbritannien, aber dann zunehmend auch in Europa. Und diese Ideologie hat im Grunde dazu geführt, dass auch die Nationalstaaten selbst zunehmend der Meinung waren, wir können sowieso nicht mehr gestalten. Wir müssen uns auf diesen Wettlauf einlassen mit allen Mitteln, um irgendwie uns zu behaupten. Und ein Teil der Bevölkerung, nämlich gerade diejenigen, die auf Sozialstaatlichkeit, auf organisierte Solidarität angewiesen sind, haben den Eindruck gewonnen, die lassen uns im Stich. Ja. Und das ist der Hintergrund auch für den Rechtspopulismus und für die ganzen Unruhen, die wir erleben, Brexit und so weiter und so weiter. Und ich glaube, darauf muss man eine Antwort finden. Ein britischer, weil Sie anglophil sind, ein britischer Intellektueller, der sich selber immer zur liberalen Elite gezählt hat und immer noch zählt, ging vor kurzem so ein bisschen durch die Medien mit der Unterscheidung zwischen Somewheres und Anywheres. Die Somewheres sind die, die irgendwo verwurzelt sind. In Großbritannien sagt er, 60% leben heute in ihrer Geburtsstadt. 60% der Bevölkerung leben, ja, heute noch, also ja, als Erwachsene, in der Stadt ihrer Geburt. Das sind die Somewheres. Die sind an einem Ort, irgendwo, aber an einem Ort. Sie haben da ihre Freundschaften, sie haben ihre Bindungen, sie haben ihre Heimatgefühle und so weiter. Und dann gibt es die Anywheres, die mal in Los Angeles und mal in München und mal in London und sonst wo leben, was völlig legitim ist, die das überhaupt nicht verstehen, was für Verlustängste die Somewheres haben. Das ist so ein bisschen seine These. Und ich glaube, die muss man sehr ernst nehmen. Ja, also, dass ein Teil der Bevölkerung sich praktisch nicht mehr wiederfindet in der Praxis und der Einstellung, die in den linksliberalen Diskursen der wohlhabenderen und hochgebildeten Bevölkerung halt so üblich ist. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie man da politisch darauf reagiert. Und Sie führen mich jetzt ein bisschen in Versuchung, grundsätzlicher zu werden. Also dieses Buch und auch andere stehen im Zusammenhang mit einer Rationalitätstheorie, die nenne ich Theorie struktureller Rationalität. Und die Grundthese lautet, wir dürfen optimieren, jeder darf seine Ziele verfolgen, aber nur in den Grenzen der Strukturen, die Kooperation, Zugehörigkeit, Verlässlichkeit garantieren. Ja, das ist die Grundidee. Kant hat einen Teilaspekt davon in seinem kategorischen Imperativ, also einen Teilaspekt. Die Strukturen sind gesetzt, sie sind zum Teil kulturell abhängig, die sind historisch gewachsen, die kann man nicht mit einem Fingerschnippen wegbekommen. Ja. Und innerhalb dieser Strukturen können wir dann peu à peu die Dinge ändern, aber wir müssen sehr aufpassen, diese Strukturen nicht zu sprengen, die diese Humanität sichern. Und das ist letztlich der Punkt. Und die ökonomische Theorie, ich hoffe, ein paar Ökonomen sind da, die mir jetzt gleich heftig widersprechen, die moderne, sogenannte neoklassische ökonomische Theorie, und von der verstehe ich sogar was, nicht von der empirischen Ökonomie, aber von der Theorie, ist im Kern anarchistisch. Ist im Kern anarchistisch. Jeder optimiert seine Interessen und wenn jeder seine Interessen optimiert und das unter Marktbedingungen, idealen Marktbedingungen erfolgt, haben wir Pareto-effiziente Verteilung. Ja, mehr können wir nicht erwarten. Und dieser sozusagen in die ökonomische Theorie eingebaute Anarchismus, der ist in der Tat für Strukturen, für politische Ordnungen, für Sozialstaatlichkeit eine Gefahr. Also der Marktradikalismus ist eine Gefahr. Und da müssen wir die Balance wiederherstellen. Und da muss man sich sehr genau überlegen, was das auch für Globalisierung bedeutet, welche Form von Globalisierung und so weiter. Jetzt soll ich wirklich noch was zur AfD sagen.
Also ich will mich ja nicht drücken. Also ich fand es völlig falsch, wie auch öffentlich-rechtliche Medien am Anfang versucht haben, die als Paria gewissermaßen rauszuhalten. Das ist auch, glaube ich, nach den Landtagswahlen, wo die AfD dann ganz gut rausgekommen ist, auch erkannt worden. Gab es ja auch einen Strategiewechsel. Ja. Auch Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten, die sich geweigert haben, auf ein Podium zu setzen, wenn da ein AfD-Vertreter sitzt. Das ist, glaube ich, ganz falsch, weil es verschärft nur diese Einstellung, wir und die anderen. Ja, die anderen sind alle die Schlimmen und wir sind die Ausgegrenzten, Lügenpresse und so weiter und so weiter. Also wir brauchen einen Diskurs, und zwar einen inklusiven, und da gehört natürlich auch eine Partei wie die AfD dazu. Jetzt kommt das Aber. Es gibt in Italienischen so einen schönen Spruch, den es hier nicht gibt, Arco Costituzionale. Das ist der Verfassungsbogen. Solange sich Parteien in diesem Verfassungsbogen bewegen, das heißt Respekt für die Verfassungsordnung, für die Art und Weise, wie wir miteinander politisch umgehen, für die rechtliche Ordnung, solange ist gewissermaßen alles zulässig, an Auffassungen, an Positionen, die man vorstellt und so weiter. Die AfD spielt zu Teilen ein unlauteres Spiel, dass sie nämlich diejenigen, die jenseits dieses Verfassungsbogens stehen, für sich mobilisiert durch zum Teil unglaubliche Rhetorik. Andere sind absolut vernünftig oder bringen jedenfalls vernünftige Vorschläge vor, die man diskutieren muss. Dieses ambivalente Spiel ist es, was das Problem in meinen Augen ist im Umgang mit der AfD. Das eine ist völlig legitim, gehört dazu. Und das andere, ja, wenn zum Beispiel ein Funktionär davon redet, dass die Erinnerungskultur für Deutschland eine Schande ist, dann ist das genau das zumindest rhetorische Spielen mit einer eigentlich braunen Gesinnung, die nicht mehr zum Verfassungsbogen gehört. Und mit der muss man sich auch nicht mehr argumentativ, diskursiv auseinandersetzen. Haben wir noch Fragen? Sehr gerne. Die Dame. Monika Rösiger. Ich möchte zwei Aspekte ansprechen. Zum einen würde ich gerne wissen, inwieweit die ökologische Frage eine Rolle für den Ethiker spielt. Genau genommen die Bewahrung der ökologischen Grundlagen als eine Voraussetzung, um die Migration zu bekämpfen. Und zum anderen frage ich mich, ob nicht die altbekannten Rezepte eigentlich wirken würden, wenn man sie nur konsequent anwendete. Man sprach schon, ich glaube, in den 80er Jahren von dem Thema Hilfe zur Selbsthilfe. Und heute sind es die fairen Handelsbeziehungen, die ein wichtiger Grundsatz sind, die man eigentlich beherzigen möchte. Und ich glaube, was sich seit Jahrzehnten eigentlich nur verschärft hat, ist das sehr starke Bevölkerungswachstum und dann nicht Berücksichtigung dieser ökologischen Grundlagen zu bewahren. Und dass es auch von uns aus der sogenannten ersten Welt nie gelungen ist, die Korruption in diesen Ländern zu bekämpfen. Also wir können das nicht direkt, aber wir könnten dafür sorgen, dass die Entwicklungshilfe effizienter eingesetzt wird und auch wirklich ankommt. Ich meine, Sie haben jetzt eine ganze Reihe von ganz wichtigen Aspekten angesprochen. Müsste man im Grunde ein bisschen mehr dazu sagen. Also erstmal der erste Punkt, die Nachhaltigkeitsperspektive im Sinne von Fairness und Gerechtigkeit, nicht nur in einem Zeitpunkt zwischen unterschiedlichen Menschengruppen, sondern auch gegenüber den in Zukunft Lebenden. Ist das eigentlich der Kern der Nachhaltigkeitsidee? Ja? Dass die Generationen, die nach uns kommen, dieselben Chancen haben, ihr Leben nach eigenen Vorstellungen zu leben, wie wir heute. Und wir nicht jetzt denen die Bedingungen kaputt machen, indem wir das zum Beispiel die Ressourcen oder die Artenvielfalt und so weiter vernichten. Und es gibt in der Tat einen ganz engen, empirisch belegten Zusammenhang zwischen allerdings meistens regionalen Migrationsströmen und dem Klimawandel. Also unterdessen kommen manche Physiker zum Ergebnis, Europa wird cum grano salis vom Klimawandel eher profitieren. Nicht kurzfristig, aber langfristig. Aber das gilt nicht für die Sahelzone. Das gilt nicht für die ganzen tiefgelegenen Regionen, Bangladesch und so weiter oder gar Malediven, die beim Anstieg des Meeresspiegels nicht zu halten sind und dann natürlich wieder große
Verschiebungen nach sich ziehen würden und mit fürchterlichen Katastrophen. Also insofern gibt es einen engen Zusammenhang zwischen einer vernünftigen Klimapolitik und Migrationspolitik. Also Sahelzone ist das krasseste Beispiel. Es ist auch die anhaltende Dürre und Trockenheit in Ostafrika, die ein Teil des zumindest regionalen Migrationsdrucks in Afrika gegenwärtig auslöst. Sie haben dann weiter jetzt so grundsätzlich nochmal gefragt, wie ist es mit Hilfe zur Selbsthilfe und wie ist es mit der dysfunktionalen Einsatz von Entwicklungshilfe? Ganz großes Thema, könnte man jetzt abendfüllen reden. Haben wir auch eine Tagung mal gemacht, Kulturen des Wirtschaftens, finden Sie auch, wenn Sie es googeln, vermutlich noch, hoffe ich, oder auf meiner Homepage die Beiträge dazu. Und da ging es vor allem um die Frage, es sind in der Tat, das gehört auch zu den Tatsachen, eine starke Konzentration internationaler Entwicklungshilfe im subsaharischen Afrika. Das sind hohe Milliardenbeträge, die dort investiert worden sind und die Ergebnisse sind ziemlich dürftig. Und die Frage ist, wie kommt das? Und es gibt Stimmen aus Afrika, eine Ökonomin, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt, Professorin für Ökonomie, Kenia, glaube ich, die vehement für den Stopp dieser Form von Entwicklungshilfe plädiert, weil sie sagt, es führt zu einem Regierungshandeln, was sich in erster Linie konzentriert auf die Gespräche und Verhandlungen mit ausländischen Geldgebern und nicht mehr auf die Interessenlagen der eigenen Bevölkerung. Übrigens immer auch natürlich im Blick, was da möglicherweise abzuzweigen ist. Das ist jetzt kein böses Vorurteil, sondern das ist empirisch für viele Länder leider belegt. Jetzt ist die Frage, was ist die Alternative? Und ich würde es jetzt mal ganz grob, um eine ganz komplizierte Geschichte sehr zu vergröbern, soweit ich das beurteilen kann, glaube ich, dass wir wegkommen müssen von dem Muster, von dem Paradigma der Transferzahlungen. Die Transferzahlungen sind da und dort nötig, Transfers. Und sei es nur Nahrungsmittelhilfe in Gebieten, die gerade mal wegen einer Trockenperiode in Nahrungsmittelknappheit haben. Klar. Sogar Transfers dazu, sage ich was ein bisschen im Buch, Ausbildungskosten wieder zu erstatten in den Ländern, wenn Äthiopien oder andere Länder Ausbildungen massiv investieren in Ausbildungen für Krankenpflege und Altenpflege und so weiter, Kinderbetreuung und dann 50% weg sind, weil wir das nicht ordentlich hinbekommen hier und wir massiven Nachwuchsmangel haben. In den Kliniken sind da ganz überwiegend schon Frauen aus Brasilien und Afrika. Und so weiter. Und die gehen aber dann dort verloren. Ja, und die investieren dann auch nicht mehr in ihre Bildungseinrichtungen. Das heißt, da müssen wir auch kompensieren. Aber generell das Paradigma, wir zahlen, ja, so sympathisch es vielleicht ist, wir sind auch bereit zu zahlen. Ja. Auch die Bundesregierung hat gegenwärtig immer mal wieder, gestern ging es durchs Radio oder heute früh, dass 200 Millionen in Somalia gezahlt werden und so. Der Transfermodus ist nicht die Antwort auf die Problematik, sondern ein struktureller. Welche Welthandelsbedingungen, welche Kooperationsformen müssen etabliert werden? Die USA hat auch nicht nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland aufgepäppelt, indem da Milliardensummen auf Dauer transferiert wurden, sondern da ging es vor allem um Schutzzölle und es ging um eine Art Anschubfinanzierung, um dann die Dinge zum Laufen zu bekommen. Das war aber eine relativ kurzfristige Angelegenheit. Also in dem Sinne gebe ich Ihnen einfach mal recht, ja. Hilfe zur Selbsthilfe, aber schon auch unter der Bereitschaft, unter der Voraussetzung, dass wir die Bereitschaft haben, Vorteile, die wir gegenwärtig aus der aktuellen Weltwirtschaftsordnung ziehen, zur Disposition zu stellen. Und wenn ich darf, gebe ich da noch ein Beispiel. Es gibt kaum einen Markt auf der Welt, der so abgeschottet ist nach außen wie der EU-Agrarmarkt und so hoch subventioniert ist wie der EU-Agrarmarkt. Mit der Folge, dass manche Länder, die nämlich, wenn wir da vernünftige Beziehungen hätten, da auch wirklich Kaufkraft generieren könnten für ihre eigene Bevölkerung, daran massiv gehindert werden. Das wäre ein Nachteil, ist politisch schwer durchzusetzen, aber ich glaube, man muss auch solche unangenehmen Schritte ins Auge fassen. Ja, vielen Dank, Julian Nieder-Rümelin. Ich hatte eingangs gefragt, was könnte denn der Beitrag sein, den die Philosophie leistet zum Problem Migration, zum Thema Migration, darüber hinaus, was Politik und Recht können. Ich glaube, das war sehr anschaulich, eben als eine Form der Nachdenklichkeit, die nicht immer direkt zu Lösungen führt, aber einen auch davor schützt, schnurstracks auf die falschen Antworten zuzulaufen. Deswegen vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen für Ihre interessanten Fragen und hoffe, Sie hatten
einen genauso spannenden Abend wie ich. Es gibt gleich im Anschluss an die Diskussion hier noch die Möglichkeit, Sie signieren noch Ihr Buch, glaube ich, draußen, auch das Buch zu erwerben. Und ja, kann man ja ruhig sagen, muss man ja, kann man ja nicht einfach so mitnehmen. Ne? Hier lachen einige, ich weiß nicht, wie in Hamburg das sonst so geht, aber wir marktwirtschaftlich. Und ich möchte mich auch herzlich bedanken bei der Körperstiftung, bei Herrn Meister, bei Frau Fritzschring für die nette Einladung. Und wenn Sie mögen, verbringen Sie noch dann bei dem kleinen Empfang den wunderbar begonnenen Abend noch ein Weilchen mit uns. Vielen Dank Ihnen, schönen Abend.